Unserer Bastelzeit und heute soll es mal wieder so ein bisschen um Batterien gehen. Zumindest indirekt. Ich hatte ja schon ein paar Mal gezeigt, wenn ich irgendwelche Geräte auf den Tisch bekomme, die mit Lithium-Batterien ausgestattet sind, dann versuche ich meistens die Zellen rauszuholen. Denn selbst zum Beispiel bei Laptop-Akkus oder so ist es häufig so, dass vielleicht eine Zelle kaputt ist und der Rest ist noch soweit in Ordnung. Entsprechend habe ich inzwischen da relativ viele Lithium-Akkus angesammelt. Zum Beispiel sowas hier. Das sind 18650er, das heißt, die sind 18 Millimeter im Durchmesser und 65 mm lang. Und das ist so ein Standard, den man relativ häufig findet. Ansonsten gibt es auch noch eine andere Bauform, die relativ verbreitet ist. Das sind hier die zum Beispiel. Das hier sind jetzt in dem Fall 26650er. Es gibt aber auch 2670er. Da sind sich die Hersteller wohl noch nicht so ganz einig, welche Größe man holen sollte. Aber ja. Wie ihr seht, die meisten Lithiumzellen, die ich so habe, sind in hier so einer Zylinderbauform. Und ja, wenn ich die irgendwie benutzen möchte, dann muss man gucken, was man macht. Bisher gehe ich meistens hin und habe dann hier irgendwie solche Halter. Da kann man relativ einfach hingehen und kann die hier reinmachen. Aber ja, zum einen, hier so Halter, die sind jetzt nicht unbedingt so günstig. Und zum zweiten, für die größeren Zellen hier ist es relativ schwer, irgendwas Passendes zu bekommen. Die sind relativ selten. Also, ich brauche irgendwie eine andere Möglichkeit, hier was drauf zu kriegen. Was macht man also, wenn man irgendwie mal kurz drüber nachdenkt? Naja, man holt den Lötkolben, hält hier drauf und lötet was drauf. Sollte man nicht tun. Es ist zwar richtig, dass in den meisten Fällen die Zellen das überleben, aber es ist auch nicht unbedingt etwas, was man haben möchte. Denn wenn was schief geht, geht es meistens mit einem großen, lauten Kaboom schief. Diese Lithiumzellen haben halt eine Menge Energie, die sie speichern und die können sie dann entsprechend auch schnell abgeben, wenn da irgendwie ein Kurzschluss passiert oder das Ding thermisch durchgeht. Insbesondere hier oben, wenn wir gucken, dieser obere Teil hier, das ist ja so ein bisschen gebogen. Hier drunter sitzt üblicherweise noch ein Ventil für Überdruck rauszulassen und solche Sachen. Und die möchte man nicht beschädigen. Wenn wir jetzt mal gucken, ich habe hier ja ein paar, wo noch so etwas drauf ist oder auch hier sowas. Die sind original mit hier solchen Streifen. Also, wir haben die denn festbekommen. Da gehen wir mal näher ran und da sehen wir hier diese vier Punkte. Das ist nicht gelötet, wie ihr sehen könnt. Das hier, das ist nämlich ein Schweißsystem. Das heißt, das ist mit einem Punktschweißgerät gemacht worden. Und der Streifen, den wir oben drauf haben, der besteht üblicherweise aus Nickel, was auch damit zu tun hat, dass die damit sich recht gut festschweißen lassen. Und naja, ihr könnt euch jetzt vorstellen, wenn ich die ganzen Zellen hier rumliegen habe, naja, da kommt auch so bei mir ein bisschen der Wunsch auf, komm, so ein Punktschweißgerät wäre schon nicht schlecht. Ich habe dann immer mal wieder angefangen, mir Dinge anzugucken, rumzuexperimentieren. Erst dann mit irgendwie so kleinen Kondensatoren. Da dachte ich mir, braucht mehr Strom, also größere Kondensatoren. Und dann müssen wir das ja auch noch irgendwie zu den Spitzen, womit man da schweißen möchte, bringen. Also brauchen wir noch irgendwie was zum Schalten. Das heißt also entweder irgendwelche sehr großen Kondensatoren oder eher MOSFETs oder hier so ein Starterrelais, was für Autos und Motorräder und so weiter gebaut ist. Das geht alles, aber irgendwie, naja, es liegen immer noch nur Einzelteile hier bei mir auf dem Tisch. Hat also offensichtlich nie so wirklich weit es gebracht, dass ich da was Funktionierendes am Schluss vor der Nase hatte. Dummerweise kam dann letztens da so ein Newsletter rein und Punktschweißgeräte im Angebot. Okay. Ab einem gewissen Preis, komm, gib her. Wir haben ein Punktschweißgerät. Also, schau mal hier mal, was ich mir so Schönes geholt habe und ob es direkt in Flammen aufgeht oder ob es noch irgendwie hält. Wie ihr seht, das Ganze hier ist von der Firma Sunco Professional Portable Precision Spot Welding Machine Manufacturer. Ja, es ist offensichtlich aus China. Über die Qualität lässt sich streiten. Ich kenne das Gerät grob. Ich habe es schon bei ein paar Videos gesehen. Von daher gehe ich davon aus, dass es nicht kompletter Blödsinn ist. Ich weiß, dass es ein paar Schwächen hat, aber für meine Zwecke sollte es reichen. Und ja, es war halt irgendwie im Abverkauf für irgendwie 70 Euro, glaube ich, waren es. Und normalerweise kosten die Dinger 120, 130. Von daher, komm. Also schauen wir mal. Warranty Card brauchen wir nicht. Anleitung, braucht man, denke ich, auch erstmal nicht. Gibt das Gerät.
Verpackt ist es jedenfalls schon mal halbwegs brauchbar. Und ich sehe schon ein UK auf alles mögliche Zwischenstecker. Okay, den brauchen wir definitiv nicht. Ich sehe nämlich hier einen Schuko-Stecker, der dran ist. Okay, immerhin, was man ihnen zugute halten muss. Nee, ist kein zulässiger Stecker. Ich wollte gerade schon sagen, sie haben immerhin hier unten die Pins entsprechend isoliert. Wir gucken, da ist Plastik, aber sie haben auch den Erdpin isoliert und der muss eigentlich frei sein bei den UK-Steckern. Das heißt, das ist so kein zugelassener Stecker, aber selbst wenn er zugelassen wäre, das hier hinten ist definitiv in UK nicht zugelassen. Aber wir sind nicht in UK, soll uns mal nicht stören. Gucken wir mal, ob wir den hier am Stück rausbekommen. Okay, nur noch jede Menge Zeug unten drin. Ich sehe schon mal ein paar Spitzen und ein Fußpedal. Fein. Kriegen wir das jetzt hier den weg. So. Gut. Sieht doch fein aus. Ja, wie schon zu vermuten war, das Ding ist jetzt nicht ganz so kompakt, aber na cool, das Warranty Seal ist lose. Na dann, wenn es ohnehin schon lose war. Nicht, dass es länger gehalten hätte, wenn es fest gewesen wäre. Aber gut. Ja, wie schon zu erwarten war, er groß, ist allerdings wahrscheinlich auch ein relativ großer Transformator drin. Und hier klebt noch Folie unten drunter. So, weg damit. Von vorne haben wir einmal die hier. Das ist das, womit am Ende geschweißt wird. Die sind so ein bisschen gefedert gelagert. Und wenn wir nach oben gehen, hört mal hin. Da ist offensichtlich ein Schalter, das heißt, ich hole die Batterie, gehe von unten dran und wenn ich hochdrücke, dann schweißt er. Ansonsten haben wir einen An-Aus, einen Control, ich schätze mal, das könnte fürs Fußpanel sein. Drei Tasten, um hier Puls und Current hoch und runter zu stellen. Wie das genau funktioniert, schauen wir uns natürlich gleich noch an. Und hier auf der Rückseite ist dann noch ein Sicherungsding mit einem fest installierten Schuko. Gut. Was haben wir hier noch? Das hier, wie gesagt, wird ein Fußpedal sein. Womit man auch das Schweißen initiieren kann, wenn man sich nicht auf den Schalter drin verlassen will, würde ich mal schätzen. Das Kabel sieht mir jetzt spontan so ein bisschen kurz aus. Also wenn ich das Ding auf der Werkbank stehen habe, könnte das ein bisschen eng werden, damit runterzukommen, oder? Doch, ist so 1,50 Meter, also ja, nicht gut, aber besser als nichts. Und ja, der kann dann hier vorne rein. Das Ganze hat hier an der Seite so Klebereste, wie es aussieht. Ich gehe davon aus, das ist hier von der Gummimatte, die sieht aufgeklebt aus. Da werden die dann herkommen. Ansonsten 10 Ampere, 250 Volt mit einem schönen Diagramm. Das ist also eher so ein universeller. Ich glaube, von denen habe ich sogar noch ein paar rumliegen. Aber den hat man hier zum Glück fest montiert und ich gehe nicht davon aus, dass man über diesen Stecker hier 250 Volt jagt. Ansonsten kriege ich sehr große Bauchschmerzen. Das wird einfach nur ein Kontrollsignal für die Elektronik hier drin sein, die dann entsprechend da das auslöst. Ansonsten, was haben wir denn noch Schönes? Wir haben das hier. Das sieht mir nach irgendwelchen Kupferspitzen aus. Das sind die, womit dann am Ende geschweißt wird. Das ist Verbrauchsmaterial, die nutzen sich ab. Zwei Ersatzsicherungen. Ein Schlüssel, um die Dinger ein- und auszubauen. Okay. Was haben wir hier noch? Nickel Plate Sheet. Oh, cool. Da sind sogar ein paar Nickelstreifen dabei, wie es aussieht. Oh, das ist mehr als erwartet. Wir haben zum einen hier ein paar Nickelstreifen. Verschiedenen Breiten und Größen. Was haben wir denn hier Schönes? Das ist 0,15 x 5 und das hier ist 0,1 x 4. Okay. Nicht schlecht. Und das hier ist auch ganz cool. Das ist nämlich so ein Halter. Ihr habt ja gesehen, ich habe hier so einen selbstgedruckten. Aber die Halter, die sind ganz praktisch. Da kann man nämlich hier die reinsetzen. Und wenn man das gemacht hat, okay, hier bei mir sind halt diese Aufkleber drauf, die ich mal drauf gemacht habe, um mir zu merken, wie die von ihrer Performance noch sind. Wenn man das aber gemacht hat, dann hat man die hier schön in einer Reihe und kann jetzt hier oben drüber schweißen. Ohne dass man Probleme hat, dass die Batterien irgendwie verrutschen oder so. Das ist also extra dafür. Unten drunter hat man auch einen Streifen. Das heißt, auch hier kann man so einen Nickelstreifen reinlegen und dann nach und nach festschweißen und sich so seinen Akkupack bauen. Gut,
holen wir das mal wieder raus, legen den Kram hier auf Seite und schauen uns stattdessen das Gerät mal an. Und ja, zum Prinzip erstmal grob, was ist Schweißen? Schweißen heißt, wir haben eher vermutlich in hier dem Fall einen hohen Strom. Das heißt, hier wird ein Trafo drin sein und wenn geschweißt werden soll, sagt die Elektronik, die hier vorne sitzt, irgendeinem Schalter, wahrscheinlich einem MOSFET oder sowas, dass er Strom auf den internen Trafo gibt. Der macht aus der hohen Spannung, 230 Volt, eine niedrigere Spannung und bei niedrigeren Spannungen können wir mit derselben Leistung mehr Ampere rauskriegen. Und die kommen dann hier über diese massiven Metallteile nach draußen. Hier vorne stecken dann unsere Schweißschwitzen und dadurch, dass das dann durch das Nickel hier durchfließt, das heißt also ja, relativ hoher Strom, hier steht sogar was von 80 bis 800 Ampere, also ordentlich Dampf. Und dadurch, dass das dann hier durch das Nickel fließt, was jetzt nicht unbedingt so der beste Leiter ist, wird dieser Nickelstreifen warm und verschweißt sich dann mit dem Oberteil oder Unterteil der Batterie. Das Ganze läuft dann auch nur in ein paar Millisekunden ab, deswegen die Elektronik, dass das wirklich nur kurze Pulse sind. Ich glaube, hier wird dann irgendwie gesagt, dass irgendwie mehrere Pulse, zwei, drei Pulse hintereinander sehr kurz hier drauf gegeben werden. Ja, wie ihr gesehen habt, hier sind ein bisschen gefedert gelagert, dass der Anpressdruck auch da ist. Hier oben gibt es auch eine Einstellung. Damit kann man hier einstellen, wie stark der nachfedert, wie hoch der Anpressdruck ist. Und ja, gut. Viel mehr ist dazu nicht zu sagen. Also kümmern wir uns um das Wichtige, was steckt drin. Das heißt, bevor wir das Ding jetzt hier in Betrieb nehmen, nehmen wir es mal auseinander. Die Garantie haben wir ja ohnehin schon so halb verloren. Was natürlich ganz praktisch ist. Und ja, viel erwarte ich nicht da drin. Wie gesagt, ein großer Trafo. Vorne wahrscheinlich eine Platine, wo alles drauf sitzt, aber mehr dann auch nicht. Mir geht es hauptsächlich darum zu gucken, ist die Erde richtig angeschlossen? Sind irgendwie Sachen beim Transport eventuell kaputt gegangen? Das wäre halt eher ungünstig. Also bauen wir mal alles auseinander. Wir haben ja gesehen, sind alles normale Kreuzschrauben. Also nichts, was uns irgendwie hindern würde, da was umzubauen, aber dafür hole ich mir mal gerade einen Schrauber. Joa, ich würde mal sagen, ungefähr wie erwartet. Bisschen mehr als erwartet, aber es geht in die richtige Richtung. Wir haben hier auf jeden Fall den großen Trafo mit den dicken Kupferlitzen hier, die zu diesem Block hier gehen. Hier oben die Mechanik zum Einstellen. Okay. Was mich jetzt wundert ist, dass hier noch eine Platine drauf ist. Das ist aber anscheinend nur um anzulöten 110 oder 220 Volt. Okay. Ansonsten Erde geht direkt aufs Gehäuse hier unten. Ist aber wohl lackiert, also nicht ganz so dolle. Die Zuleitung selber ist nochmal mit Heißkleber fixiert. Sicherungshalter, okay. Alles mit Schrumpfschlauch, also das ist schon nicht ganz so schlecht. Und die Netzspannung geht dann hier direkt auf die Hauptplatine. Gucken wir uns gleich an. Von der Hauptplatine geht es dann wieder zurück auf den Trafo. Okay, haben wir sonst noch irgendwas? Ja, wir haben noch zwei Drähte hier vorne hin. Ah, das könnte ich mir vorstellen, dass hier ein Temperatursensor drin sitzt, weil das macht keinen Sinn, dass das irgendeine Windung ist. Und wir haben zwei dünne Drähtchen, die hier vorne drauf gehen. Das wird dann wohl irgendwie so Ausgangsstrommessungsgedönse. Oder, ach nee, Quatsch. Der kleine Schalter wird das sein. Ja, das ist der kleine Schalter. Okay, drehen wir das Ding mal und da haben wir unsere Platine. Wir können schon sehen, wie das Ganze aufgebaut ist. Hier unten haben wir auf jeden Fall die Schaltbereiche mit so einem riesigen Gerät hier. Der dürfte wohl den Trafo ansteuern. Und interessanterweise alles gesteckt und nochmal verklebt. Hier unten haben wir dann noch jede Menge von diesen eingelöteten Verbindern, die nicht genutzt werden. Ach nee, das ist der ein Ausschalter im Frontpanel. Dafür ist das. Okay, verstehe. Und ja, ansonsten ist zumindest von hier der Seite nicht viel zu sehen. Ich glaube, ich werde mal versuchen, die Front zu entfernen und dann mal gucken, was hier auf der anderen Seite sitzt. Ich meine, ja, 7-Segment-Anzeigen, klar, aber hey, wie tickt das Ding? Und jetzt hier, wo auf der Seite liegt,
Weiß nicht, was das hier ist, aber der Trafo ist nicht direkt im Gehäuse festgemacht, sondern auf hier diesem dicken Plastikdingen. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt Isolierung einfach nur ist oder ob da eventuell, also es fühlt sich nicht weich an. Ich schätze mal, das ist wirklich nur zur Isolierung, wobei es dafür relativ dick ist. Wenn es weicher gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, absorbiert auch noch irgendwie Vibrationen oder das Brummen vom Trafo, was wir unweigerlich bei so hohen Strömen kriegen werden. Aber das werden wir dann ja gleich sehen. Auch interessant. Okay. Ich habe mich eben schon gefragt, wofür das Ding hier unten ist. Das guckt aus dem Gehäuse raus. Ich dachte, das wäre ein Erdanschluss, ein zusätzlicher, der dann hier durch die Dinger hier frei bleibt. Aber wenn wir hören. Da ist eine komplette Mechanik dahinter, die irgendwie bis komplett oben hingeht und dann nochmal einen Schalter drückt. What? Na gut, wir werden es ja gleich genauer sehen. Okay, das ging einfach. Der ist wirklich nur hier reingesteckt. Das heißt also, der Schalter, der hier auch wieder schön mit Heißkleber versorgt wurde, der bleibt einfach drin. Und wir bleiben übrig mit hier der Platine. Okay. Und hier sehen wir auch diese Mechanik, die ich meinte. Das ist also wirklich ein durchgehendes Blech von hier unten nach hier oben, was dann irgendwie mit hier den Schalter zusammenhängt. Das scheint aber auch gleichzeitig der Schalter zu sein, den hier vorne die bedienen. Also da muss irgendwie mechanisch das zusammenhängen. Interessant. Verstehe ich nicht so ganz, aber ich mache mal ein paar Fotos, was wir hier Schönes haben, was für ein Prozessor dahinter steckt, wobei ich sehe gerade gar keinen. Ah, doch, hier unten drunter. Ach. Okay, das könnte interessant werden, hier mal zu gucken, wie das funktioniert. Also gehen wir das Board mal durch. Hier haben wir nochmal die Rückseite, die haben wir eben ja schon gesehen. Auffällig dabei im rechten Bereich die weißen Linien, die zeigen an, wo Netzspannung ist. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass der Stromschalter, den wir gesehen haben, offensichtlich wirklich die Netzspannung ausschaltet, zumindest für große Teile dieser Schaltung. Was wir auch sehen können, das ist das Funktionsprinzip hier. Wir haben im Prinzip die Netzspannung, die reinkommt und die wird über den großen Triac direkt dann auf den Trafo gegeben. Und dieser Trafo, der gibt dann entsprechend den hohen Strom nach draußen. Das ist eine Möglichkeit, so ein entsprechendes Punktschweißgerät zu bauen. Das ist in meinen Augen nicht die schönste, weil es hat ein gewisses Risiko. Wenn hier irgendwie der Triac mal durchschlägt oder sowas, dann haben wir halt Netzspannung auf dem Trafo und der pumpt die ganze Zeit hohen Strom raus. Zumindest so lange, bis das die Sicherung dann fliegt. Ein bisschen sauberer finde ich da die Möglichkeit, das Ganze mit einem Kondensator zu machen. Das ist ein anderes Konzept, was es gibt. Dabei lädt man einen Kondensator auf und nutzt den dann entsprechend, um den Hochstromimpuls rauszugeben. Vorteil, selbst wenn die Steuerung dann irgendwie kaputt geht, meistens ein MOSFET oder sowas, naja, er kann halt den entsprechenden Elko entladen, aber danach ist dann auch Schluss. Ist allerdings natürlich auch deutlich aufwendiger. Wir müssen das Ganze irgendwie auf eine hohe Spannung bringen, gleich richten. Wir brauchen einen sehr großen Kondensator als Zwischenspeicher. Von daher, ja, war nicht zu erwarten, dass hier sowas drin ist, weil es einfach deutlich mehr Bauteile sind und entsprechend auch Kosten verursacht. Es gibt noch eine dritte Art, wie man so ein Punktschweißgerät machen kann. Das ist so die Art, naja, manche DIY-Leute tun das und inzwischen gibt es auch fertige Produkte dafür und bei beiden dreht sich irgendwie mein Magen rum. Dabei nimmt man nämlich einfach irgendeine Batterie, bei DIY-Leuten meistens eine Autobatterie, bei den Chinesen häufiger mal ein Lithium-Akku und nimmt dann ein großes Relais oder einen sehr, sehr großen MOSFET und dann macht man einfach einen Kurzschluss. Ich weiß ja nicht, ob das so eine gute Idee ist, einen Lithium-Akku kurz zu schließen oder auch eine Autobatterie kurz zu schließen. Macht zwar eine Menge Strom, aber ist vielleicht nicht die sicherste Methode, so einen Hochstrom zu erzeugen. Das haben wir hier zum Glück dann nicht. Gehen wir mal rüber auf die Vorderseite. Da ist nicht viel Unerwartetes. Wir haben links die 7-Segment-Anzeigen, die rechts daneben die drei Taster, die wir von vorne schon gesehen haben. Darunter ist dieser Micro-Switch, der entsprechend diese, ja, Mechanik, die ich immer noch nicht ganz verstanden habe, da bedient.
Und die rechte Seite vom Board, das ist Netzteil, die Ansteuerung für den Triac. Und das war's dann auch. Was hier auffällig ist, wir haben extrem viele Stellen, an denen Sachen nicht bestückt sind. Ist wahrscheinlich dann für unterschiedliche Modelle oder Revisionen gedacht. Wenn ihr zum Beispiel mal gegengucken wollt, der Kollege Voltlock, der hat, wie ich eben erst gesehen habe, anscheinend genau dasselbe Gerät. Der hat es vor irgendwie 1, 1,5 Jahren gesponsert bekommen, hat auch mal reingeguckt und obwohl es dasselbe Modell ist, hat er an anderen Stellen Chips bestückt und anderen Aufbau teilweise auch. Also, okay, hat sich anscheinend ein bisschen was geändert und das hier ist auch anscheinend eine neuere Revision, wenn wir links unten in der Ecke gucken. 20 Schräger 5 Schräger 26, also 26. Mai 2020 ist das Board anscheinend gebaut worden oder zumindest das Board Design entworfen worden. Und das wundert mich jetzt, weil, wie gesagt, ich habe es irgendwie in einem Abverkauf bekommen und es klingt jetzt eigentlich nach einem halbwegs aktuellen Design. Ja, genug Überblick, gehen wir mal ein bisschen näher ran. Und da haben wir dann erstmal das hier, das sind solche Flaschstecker, Hülsen, Kabelschuh, Gedönses. Die sind hier einfach draufgelötet, hatte ich eben ja schon gesagt. Da steckt dieser Frontschalter einfach nur drin. Und ich persönlich finde das eine sehr interessante Sache, weil hier so kann man einfach das Board rausziehen, ohne dass man da irgendwelche Stecker lösen muss oder so. Hat bei mir relativ gut funktioniert. Die Verbinder sind dabei, wie schon gesagt, fast alle gesteckt und festgeklebt. Das Einzige, was nicht gesteckt oder geklebt ist, sondern wirklich direkt angelötet, das ist der Temperatursensor, den wir eben gefunden haben. Ist leider dann das einzige Kabel, was man dann nicht so einfach ausstecken kann. Ansonsten, wir haben unten den Eingang und von da aus geht es erstmal auf diese wunderschöne Fuse. Naja, fast. Es ist einfach ein geschlängeltes PCB-Trace, so eine Leiterbahn. Ich meine, ja, die verdampft auch, wenn da zu viel Strom drüber geht, aber eine echte Sicherung wäre wahrscheinlich besser gewesen. Ich meine, am Ende, wir haben noch natürlich die große Sicherung am Eingang entsprechend vom Gerät, wobei die ist 20 Ampere, also bevor die fliegt, wird wahrscheinlich euer Sicherungsautomat vom ganzen Stromkreis da dazwischen gehen und das Ding abschalten. Der Strom für die Elektronik scheint dabei über zumindest teilweise ein Kondensatornetzteil zu laufen. Wir haben hier jedenfalls diesen großen hier, CBB22155J400, also 400 Volt mit 1,5 Mikrofarad müssten das sein. Und das klingt schon so ein bisschen, als ob das eventuell eine Art Kondensatornetzteil sein könnte. Außerdem haben wir noch dieses Teil hier, das ist der BP9022A. Mit einer großen Spule oder einem Trafo oder sowas daneben. Das sieht natürlich schon mal so aus, als ob das irgendwie ein Netzteil ist. Ist es auch, aber nicht ganz wie erwartet, denn dieser 9022A, das ist eigentlich kein klassischer Netzteil IC, sondern es ist ein Constant Current PWM-Treiber, der normalerweise dafür gedacht ist, LEDs zu bespaßen. Okay, gut, kann man benutzen. Aber wundert mich jetzt doch an der Stelle schon so ein bisschen. Gefiltert wäre das Ganze im Übrigen mit Kondensatoren von dem hier, Xiong-X. Wenn man danach sucht, findet man jetzt nicht unbedingt positive Bewertungen. Also das scheint so wirklich das Günstigste zu sein, was man auf dem Markt bekommen kann. Oder es gibt viele Nachbauten, ich kann es nicht beurteilen. Jedenfalls, wenn man den Namen sucht, kommt da eher die Empfehlung, die nicht zu benutzen. In der Nähe ist dann im Übrigen auch noch der hier. Na, wir hatten entdeckt, da in der Mitte. L05, 78 L05. Klassischer 5-Volt-Linearregler. Okay, ja, wird offensichtlich auch in aktuelleren Designs noch benutzt. Jetzt sind wir aber ja schon fast im sekundären Bereich. Gehen wir nochmal auf Primär zurück. Da waren wir ja noch nicht fertig. Den hatten wir eben ja schon gesehen. BTA41 ist ein Triac, kann maximal 41 Ampere schalten bei, je nachdem, was man guckt, 600 oder 800 Volt. Und jo, wie schon gesagt, der schaltet dann entsprechend die Netzspannung direkt auf den Trafo durch. Triac, für die, die es nicht kennen, ist sozusagen ein Transistor für Wechselspannung. Ist ganz grob zu vereinfachen. Hinten dahinter seht ihr dieses Viereckmuster mit jede Menge Vias. Das ist nochmal zur Wärmeabfuhr. Ich gehe mal davon aus, dieses Ding wird im Betrieb doch gut warm. Und hier durch diese Vias nutzt man auch die Rückseite der Platine nochmal so als zusätzlichen Kühlkörper. Dazu dürften dann auch die beiden hier gehören. 512, also 5,1 Kiloohm, zwei hintereinander. Macht also etwas über 10 Kiloohm. Das scheint eine Art Pull-up, Pull-down, was auch immer zu sein, um das Gate hier vom Triac in einem definierten Zustand zu halten.
Nun müssen wir das aber auch noch irgendwie ansteuern. Dafür gibt es natürlich auch ein bisschen was. Und zwar erstmal hier ein paar sehr große Widerstände, die entsprechend dann auch Hitze abgeben können und entsprechend viel Verlustleistung abkönnen. Und das geht dann in diese Ecke hier. Und hier haben wir wirklich die Kommunikation zwischen der Sekundärseite, wo dann wahrscheinlich irgendein Timer, Prozessor oder sowas sitzt, und der Primärseite, wo wir entsprechend unseren Triac haben, der ja dann hintereinander kurze Impulse ausgeben soll. Das Ganze läuft über die beiden Chips, die wir hier in der Mitte sehen. Der untere, das ist so ein Klassiker EL357N. Das ist ein ganz normaler Optokoppler. In dem Fall hier, wie es aussieht, Feedback, denn der geht von der Primärseite auf die Sekundärseite rüber. Das heißt, da kriegen wir dann irgendeine Art von Rückmeldung. Optokoppler heißt im Prinzip, dass wir auf der einen Seite eine Lampe haben, auf der anderen Seite eine Fotodiode. Das heißt, wir können ein Signal von A nach B schicken, ohne dass dazwischen elektrische Verbindung besteht. Wir sehen ja auch hier, hier ist in der Mitte dann nochmal unten drunter unter den ICs rausgefräst, einfach um die Isolation so groß wie möglich zu halten. Der da drüber, der MOC3023, ist im Prinzip auch ein Optokoppler, ist allerdings ein bisschen spezieller. Der ist speziell dafür gebaut, Triacs oder ähnliche Geräte anzusteuern und jo, das macht hier natürlich Sinn. Wir wollen hier ein Triac ansteuern, also ja, offensichtlich richtiger IC für die Stelle. Mit von der Partie ist auch noch der gelbe daneben. Das ist hier ein Kondensator, 0,1 Mikrofarad bei 275 Volt AC. Interessanterweise X2 rated, sämtliche Prüfsiegel drauf. Also ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, aber zumindest mal von der Optik her sieht der hier deutlich vertrauenserweckender aus als dieser große rote Plastikbomber am Eingang. Und allgemein passt der irgendwie nur so mäßig von seiner, zumindest von der erscheinenden Qualität hier in das Gerät, was ja doch eher so günstige Bauteile überall verwendet hat. Auf der Sekundärseite selber haben wir ja schon gesagt, wir haben die Taster, die ein bisschen speziell, die sind nämlich irgendwie sehr, sehr lang. Ja, muss ja halt entsprechend über die ganzen Bauteile hinweg bis zum Frontpanel. Im Frontpanel selber ist dann nur noch eine Folie, das heißt, man drückt wirklich hier auf diese Verlängerungen drauf, um den Taster da zu benutzen. Drüber ist auch wieder jede Menge nicht bestücktes. Und dann haben wir, wie gesagt, den Mikroschalter, der mit der Mechanik verbunden ist. Der ist ja einfach ein Standardtyp, ist in L-Form draufgelötet. Es gibt noch eine zweite Position, wo ein zweiter hingehen könnte. Und der wird bei einigen Revisionen offensichtlich auch genutzt, bei mir nicht. Ich verstehe, wie gesagt, noch nicht so ganz, wie das abläuft. Die 7-Segment-Anzeigen, die haben ziemlich Schlagseite, wie wir sehen. Die sind eingelötet und dann zur Seite gebogen worden, um in die Fenster zu passen. Okay, wundert mich, denn das ist natürlich dann eine Menge manuelle Arbeit, aber scheint zu funktionieren. Unten drunter sind wir schon, da sind ein paar ICs, endlich, wir kommen dazu. Der erste, den wir finden, das ist ein alter Bekannter, 74HC595 Dora. Den kennen wir irgendwoher. Das ist ein Schieberegister, das heißt, da kann man seriell Daten reingeben und parallel rausgeben. Ich gehe mal davon aus, den nutzt man hier, um entsprechend Multiplexing zu machen, zum Beispiel für die 7-Segment-Anzeige, sodass man die ganzen Pins, die man da hat, für die einzelnen LEDs anzusteuern, nicht alle auf einen Mikrocontroller legen muss, sondern da entsprechend mit weniger Pins klarkommt und die dann nach und nach hintereinander einschaltet. Auf der anderen Seite, da finden wir diesen hier, Atmel, ein 24C02N. Das ist ein EEPROM, 256 Byte, also einfach ein kleiner Speicher. Gehen wir davon aus, da werden so Konfigurationsparameter gespeichert, sodass, wenn man irgendwas einstellt, das beim nächsten Einschalten auch noch da ist und nicht durchs Ausschalten und Einschalten alles wieder auf Werkszustand ist. Und in der Mitte, naja, das dürfte wahrscheinlich der Prozessor sein. Dummerweise kann man das Ding drehen und wenden, wie man will. Da ist keine Beschriftung drauf oder sie wurde entfernt. Wir können aber sehr sicher sein, dass es ein Mikrocontroller ist. Und wenn ich raten müsste, bei dem Bestückungsdruck kommt sehr häufig die Zeichenfolge STC vor. STC Micro, das ist ein chinesischer Hersteller, der baut quasi moderne 8051 Prozessoren. Die werden sehr gerne in chinesischen Produkten verwendet. Das heißt, ich gehe sehr stark davon aus, dass dieser unbeschriftete Chip ein STC Microcontroller ist. Würde an der Stelle passen, kann die LEDs ansteuern, kann die Pulse generieren, kann entsprechend die Einstellungen verwalten. Von daher sehr wahrscheinlich, dass das passt. Wenn wir dann vom Board einmal rüber auf die Mechanik gehen, wir sehen hier diesen großen Hebel, der das Ganze runter macht. Und da, wo die Schraube ist, da ist so ein Plastikding, was den Mikroschalter da drückt. Und ja, wenn ich die beiden Schweißhebel hochmache,
dann ziehen die auch irgendwie an dieser Latte. Aber das macht für mich keinen Sinn. Ich hätte gedacht, dass wenn die Latte hochgedrückt wird, man da immer erst was entriegelt, weil dann steht das Ding gerade. Aber dann macht oben das keinen Sinn mehr. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wofür das hier benutzt wird, wie das funktionieren soll. Wenn einer von euch da eine Idee hat, gerne in die Kommentare. Ich kann die Logik da noch nicht so ganz nachvollziehen. Fehlt noch eins, ich habe ja schon gesagt, irgendwie die Erde, mit der bin ich nicht zufrieden. Lasst mal gucken, die ist hier mit dem Fuß verschraubt. Ich suche mal gerade hier Isolationsmessgerät und dann gucken wir mal, ob wie die Isolation zwischen dem Protected-Schuko-Stecker und den anderen Schrauben hier, die ja auch Metall sind, aussieht. Ich habe so meine Zweifel, dass das so berauschende Werte werden. Also gucken wir uns das vermutete Trauerspiel hier mal an. Jetzt hier ein Isolationstester, der sorgt dafür, dass da mit höheren Strömen mal geguckt wird, ob da überhaupt was fließen kann. Weil normaler Durchgangstester, das ist nicht so ideal. Wenn da irgendwie was nur ein bisschen Kontakt macht, zeigt er halt trotzdem an, dass da alles okay wäre. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen irgendwie einen Punkt, an dem wir die Erde messen. Dann nehmen wir doch der Einfachheit halber mal hier die Schraube hier vorne und gucken einfach mal, was er dazu sagt. Besser als gedacht. 14, 0,14 Ohm. Es ist deutlich besser, als ich das vermutet habe. Aber drauf verlassen möchte ich mich nicht. Also kümmern wir uns erstmal darum, dass ich hier ein bisschen bessere Laune habe. Das heißt also, die Lackschicht sollte weg, zumindest da, wo die Übergänge sind. Ergo, wir packen uns einfach mal ein bisschen Schleifpapier. Und sorgen dafür, dass da ein bisschen weniger ist. Da sollte auf jeden Fall Kontakt drin sein. Und dasselbe jetzt nochmal hier auf der Innenseite, wo das Erdkabel dran soll. Kommt man jetzt natürlich super ran. Ich habe aber auch irgendwie keine Motivation, jetzt irgendwie na Dremel oder sowas rauszupacken hier. So, da ist jetzt auf jeden Fall blankes Metall. Und zusätzlich gehe ich hin und mache hier so eine Ringscheibe mit drauf, Zackenscheibe. Die sollte sich dann auch noch mal ein bisschen in das Metall reinfressen und verhindern, dass das Ding losgeht. Ich meine, prinzipiell so ein bisschen Zacken ist auch hier auf der Rückseite von der Mutter drauf, aber sicher ist sicher. Okay, ja, prinzipiell alles drin. Dann geben wir einfach mal Strom drauf. Würde ich sagen, wir machen noch mal einfach so spaßeshalber eine Messung. Wo ist die Klammer? Und ja, machen wir hier unten den Punkt noch mal. Und wir haben 0,00 Ohm. Okay, das klingt gut. 0,00 Ohm dürfte passen. Aber irgendwo an einer anderen Stelle, wo Metall rausguckt. Und klar, hier oben der, aber der ist direkt mit unten dem verbunden, schätze ich. 0,00 Ohm. Okay, das ist wesentlich besser. Also, Sicherheit, denke ich, jetzt ein bisschen mehr gegeben als vorher. Gut, dafür jetzt keine Zulassung mehr. Wenn man dem. Hat das Ding überhaupt ein CE-Zeichen? Nö. Also, zumindest auf dem Typenschild ist nichts in die Richtung drauf. Na super. Okay, also ohnehin keine Zulassung, auch wenn es aus Europa kommt, also. Zumindest wurde aus einem europäischen Lager verschickt. Wie viel man davon halten will, steht an anderer Stelle. Gut, dann schauen wir mal, ob wir das Ding in Betrieb bekommen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das was gibt. Denn wenn wir aufs Typenschild hier hinten gucken, 220 Volt AC, 15 Ampere Maximum. 15 Ampere kommt aus meinem Teststromkreis hier eher nicht raus. Mal gucken. Ich hoffe einfach mal, dass solange ich nichts versuche zu schweißen, der Strom drunten bleibt. Also probieren wir mal einzustecken. Okay. Bisher keinerlei Explosionen oder ähnliches. Dann Strom an. Nichts.
Warum nicht? Oh. Theoretisch sollte da Strom auf der Steckdose sein. Haben wir gerade irgendwas anderes? Oh, mal hier einfach so ein kleines. Da müsste eine Lampe drin sein. Oh, momentan brennt sie noch, war noch eingesteckt. Geh aus. So, jetzt ist aus. Und okay, also auf der Steckdose ist Strom, aber ich kann das Ding nicht einschalten. What the heck? Ha. So hatte ich mir das nicht gedacht. Ach, der Sicherungshalter fehlt noch. Habe ich den echt rausgeholt und nicht mehr reingemacht? Oder ist er jetzt einfach durch die Vibration rausgefallen? Na gut, ich gehe mal gerade suchen, ob ich den Sicherungshalter hier irgendwo finde. Okay, scheint, als ob es tatsächlich eben runtergegangen ist. Und ich habe es nicht gemerkt. Gerade nochmal gucken. 250 Volt, 20 Ampere. Ja, die Sicherung ist dann nur so mäßig hilfreich in Deutschland. Denn oh, die meisten Stromkreise hier sind mit 10 oder 16 Ampere abgesichert. Dann würde ich sagen, versuchen wir unser Pech nochmal. Stecker rein. Ah, dann geht Kindersicherungen. Und mit LEDs hier drunter, die habe ich ja noch gar nicht gesehen. Gut, seriously? Tatsächlich. Einfach SMD-LEDs. Dann begeben wir uns mal zur Anleitung und ich gehe mal grob drüber. Also das erste sagen sie, ein GFCI sollte mindestens 60 Ampere sein. Okay, gut, ich weiß nicht, was der GFCI damit zu tun hat, weil davor sitzt meistens der Leitungsschutzschalter, aber ja, habe ich. Don't use active socket. Das heißt also bitte keine Mehrfachstecker benutzen. Ja, werde ich gleich auch nicht tun. Einfach weil das Ding 15 Ampere zieht und ja, 15 Ampere ist halt eine Menge. Die Dicke von den Streifen, die wir machen können, das ist 0,05 bis 0,2 mm. Das sind hier diese Nickelstreifen. Was haben wir hier? Wir haben 0,15 und 0,1 hier dabei. Und ich glaube, irgendwo hatte ich auch noch meinen. Das sind 0,15 auch. Also das sind so auch die gängigen. Und die beiden, die dabei sind, das ist Nickel-Plated. Der hier müsste ich jetzt suchen. Ich glaube, das war auch plated. Die plated sind ein bisschen nerviger zu schweißen, aber sollte gehen. Und wenn wir mal gucken, 0,15 bei Nickel plated 350 bis 400 Gramm, das ist hier oben. Das ist schön, dass sie uns das sagen, aber es gibt halt keine Anzeige, wo man ist. Von daher, ja, ne? Schön, dass ihr hier angezeichnet habt von 200 bis 700 Gramm, aber Skala bringt nichts ohne entsprechenden Zeiger. Und was ja auch noch wichtig ist, der Work Cycle less than 20 times in 1 minute. Das heißt also nicht die ganze Zeit damit schweißen, ansonsten wäre das Ding sauer mit euch. Ich schätze mal, der Trafo hier drin überhitzt dann irgendwann. So, von den Einstellungen her, wir sehen hier ja schon Pulse und Strom. Wir haben jetzt zwei Pulse bei 40, was wahrscheinlich Ampere ist. Die Benutzung ist, soweit ich das sehe, abhängig davon, ob Fußpedal drin ist oder nicht. Wenn es nicht drin ist, ist das Hochdrücken entsprechend der Einschalter. Also wenn es hier klickt, dann wird er entsprechend schweißen. Wenn das Fußpedal drin ist, ist Drücken vom Fußpedal das Ganze. Und ja, ich mache jetzt einfach mal ein paar Spitzen rein und dann suchen wir uns mal einfach eine Batterie und gucken, was passiert. Mehr als schief gehen kann es ja nicht, oder wie war das? Muss natürlich aufpassen, Lithium-Batterien. Wenn da was schief geht, dann geht's vernünftig schief. Die sind ja dafür bekannt, dass sie sehr schönen Qualm machen können. Und ja, möchte man vielleicht jetzt nicht in der Wohnung haben. Also, ihr kennt den Spaß mit gut durchlüften und so weiter. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier irgendwie unsere Spitzen reinbekommen. Ich meine, am Ende ist es nicht ganz so schlimm, wenn sie verschoben sind, weil die Arme können sich ja separat bewegen. Fällt mir auch gerade auf, aber nee. Kommt gerade da rein. So, das müsste Pi mal Daumen gehen. Suchen wir uns mal einen Akku. Ich habe mir da schon eben einen rausgeguckt. Das wäre der hier. Das könnte damit zu tun haben, dass diese ICR 18650NM schon ein bisschen älter ist und beim letzten Test mit einer sagenhaften Ladung von 47 Milliampere-Stunden rauskam. Ich glaube, wir können sagen, dieser Akku ist ohnehin kaputt und ja, keine Ladung drin heißt auch, es kann zumindest von Ladungsseite nicht ganz so viel Feuerwerk entstehen. Ja, da ist immer noch Lithium drin, auch das
Ist nicht unbedingt angenehm, wenn das hier irgendwie Kabumm macht, aber es ist zumindest sicherer als eine volle, frische, neue Batterie aus der Packung. So, dann versuchen wir mal die Sicherung zu werfen. Ich glaube, hier der Kreis ist mit einem KW abgesichert. Das könnte also eng werden. Zack, einmal an. Zwei Pulse, yep. Aber der Current bitte runter auf 10%. Jo. Zwei Pulse ist okay. Gespeichert ist. Okay. What could possibly go wrong? Wo war die kaputte Zelle? Nehmen wir die. Theoretisch sollte jetzt zwar nichts an Funken fliegen, aber. Okay, also er hat auf jeden Fall schon mal Punkte reingemacht und ich habe gemerkt, dass da Saft dahinter war. Aber definitiv nicht genug. Das war ja schon zu erwarten. 20, 30%. Gehen wir direkt mal hier Vollstoff, zumindest wenn es die Sicherung mitmacht. Und. Okay, ein größeres Löschelchen, aber wie man sieht, immer noch nicht fest. 50%. Speichern, ich vergaß. Und das war die Sicherung. Okay, ich glaube, ich muss mir mal den Stromkreis mit ein bisschen mehr Ampere dahinter suchen. Okay, andere Dose. Das müssten jetzt ein 16 Ampere sein. Das andere war nur eine 3 Ampere Sicherung. Hier im Standby im Übrigen zieht er so 1,5 Watt. Und wenn wir ausmachen, ist es nicht 0. 0,2, 0,3. Okay, also er hat einen Standby-Strom. Ich dachte, das hier wäre wirklich ein Hardware-Schalter, aber anscheinend nicht. Na gut, ohne Nickel wäre schlecht. Also versuchen wir das nochmal mit Nickel. Und. Wow, das reicht sogar für hier die Raumsicherung zu schmeißen. Okay. Okay, versuchen wir das mal in einem anderen Stromkreis. Das hier ist auch eine 16 Ampere Sicherung, hat ein bisschen weniger Last drauf. Die andere hatte, ich glaube, 250 Watt. Mal gucken, was der hier dazu sagt. Das hier ist zudem eine trägere Sicherung. Und auch die fliegt. Okay. Und wieder einmal weiter. Das hier ist jetzt eine komplett dedizierte 16 Ampere Sicherung. Mal gucken, was er dazu sagt. Also hier hängt normalerweise ein Schweißgerät dran. Und. Wow. Ja. Okay. Es kommt auf jeden Fall was an. Und er fliegt nicht. Das ist gut. So, ich mache mal den Druck ein bisschen höher. Denn normalerweise sollte das nicht funken. Immer noch lose. Das gibt's doch nicht. Noch mehr Druck. Na, ah, es hält. Es hält. Dann nochmal Kreuz. Okay. Das sieht gut aus. Es ist geschweißt. Okay. Und jetzt, wo wir eine haben, machen wir doch mal eine zweite daneben, die wir hier sehen können oder auch nicht. Die hat jedenfalls noch so ein Reststück oben drauf. Das machen wir natürlich vorher mal weg. Er ist auch eine leere. Und ich verbinde ja nur den Minuspol, von daher nicht ganz so ein Problem. Was mir noch aufgefallen ist, hier die Pins hier oben, diese beiden Metallspitzen, die sind relativ dicht relativ weit voneinander weg. Wenn die dichter beieinander wären, bräuchte man wahrscheinlich nicht ganz so viel Saft. Aber versuchen wir mal, was er dazu sagt, wenn wir den hier jetzt hier drauf schweißen wollen. Hält. Okay.
Und wenn wir die Zellen hier mal unter das Mikroskop halten, das sieht doch schon mal gut aus. Okay, rechts vielleicht nicht, da hatte ich ja die ganze Zeit probiert. Aber der linke, dem, wo ich jetzt die Einstellungen dann mal grob rausgefunden hatte, yep, das sind schöne Schweißstellen. Und auch wenn ich dran ziehe, da geht nichts so schnell ab. Also das ist genau das, was man eigentlich haben möchte. Und nu? Naja, prinzipiell, man kriegt Schweißstellen hin. Aber es gibt halt auch so ein paar Sachen, woran man dann sieht, dass da wirklich gespart wurde. Das mit der Erde, naja, das ist halt leider quasi normal. Es ist jetzt von den Werten noch unterhalb von den Grenzwerten gewesen, von daher, meh. Aber auch die Arme, die sind natürlich ein bisschen eingeschränkt, insbesondere weil man halt keine größeren Akkupacks damit machen kann. Sie sind halt fest an der Maschine dran. Wenn man sowas anderes braucht, dann muss man da erst Zubehör für kaufen. Was gerade für Bastler natürlich relevant ist, ist das Problem mit dem Stromverbrauch. Ihr habt ja gesehen, also der schmeißt bei mir locker so einen Standard 16 Ampere oder B16 Sicherungsautomaten. Und das war jetzt bei, was war das? 40%, 30% Leistung. Das ist halt ein Problem hier von diesem Design. Dadurch, dass man halt hingeht und diesen großen Energiepuls, den man ja braucht für dieses einmalige kurze Schweißen, nicht irgendwie aus einem lokalen Kondensator oder sowas bereitstellen, sondern wirklich direkt aus dem Stromnetz entnimmt, naja, da hat dann im Zweifelsfall der magnetische Auslöser vom Leitungsschutzschalter ein Wörtchen mitzureden. Wenn man das privat betreiben möchte, wird das also schon schwer. Also es sollte mindestens eine normale Steckdose sein, die mit einem separaten 16 Ampere abgesichert ist. Aber auch das könnte spätestens, wenn man den Strom noch höher dreht, schon sehr eng werden. Da kann man dann eventuell noch irgendwie versuchen, ob man was findet, was ein bisschen träger ist, dass ja nur kurze Pulse sind, weil, naja, gibt zwar 32 Ampere Sicherungen oder 64 war ja, glaube ich, in der Anleitung sogar vorgeschlagen, aber die dürfen halt normal nicht mit Schuko benutzt werden. Also, ja, ohne da den Stecker noch tauschen zu lassen, gibt das dann keinen. Ansonsten muss man natürlich auch beachten, dass es vom Preis sich eigentlich nicht wirklich lohnt. Je nachdem, was man für einen kriegt, irgendwo zwischen 60 und 120 Euro kostet das Ding. Naja, dafür kriegt man halt eine Menge Batteriehalter. Für mich geht das noch, weil ich halt sehr viele von den Batterien hier rumliegen habe und auch immer mal wieder das Problem habe, ja, super passenden Batteriehalter nicht da, müsste ich erst bestellen. Und selbst dann, Batteriehalter ist halt größer als gerade eine Fahne da dran zu haben. Von daher kann ich dann zumindest so ein bisschen behaupten, naja, dadurch, dass ich halt nicht auf Bestellungen warten muss und dadurch, dass ich weniger Platz brauche, habe ich da so einen Grund dafür, das zu holen. Zugegebenermaßen auch dann wird es sich nicht lohnen. Aber seit wann muss man beim Hobby irgendwie logische Gründe haben, sowas irgendwie begründen zu müssen? Ansonsten, ja, wie ihr gesehen habt, das hatte ich jetzt hier an einer komplett separaten 16 Ampere Sicherung. Die ist separat abgesichert, weil da normal halt auch ein großes Schweißgerät dranhängt. Mit der geht's jetzt hier mit der 50% Einstellung. Ich möchte nicht probieren, was los ist, wenn ich das weiter hochdrehe. Da müsste ich dann im Zweifelsfall mal überlegen, ob es nicht Sinn macht, irgendwie hier Starkstromstecker da dran zu machen oder sowas. Wobei, hey, eigentlich will ich es verhindern, daran irgendwie es noch groß umzubauen. Und andererseits, naja, das hier ist jetzt eigentlich schon so der dickste Nickelstreifen, der, ja, schlechteste, weil es halt nur Nickel beschichtet ist. Von daher, ich gehe nicht davon aus, dass ich noch mehr Strom brauche und hoffe jetzt einfach mal, dass die Sicherung hält. Gut, ich habe hier noch ein paar Kisten mit Akkus, von denen ich ein paar für ein paar Projekte brauche. Das heißt, ich gehe da mal wieder eine Runde Punktschweißen und hoffe dann einfach, dass die Maschine auch weiterhin das tut, was sie soll.